Hallo und herzlich willkommen aus Berlin. Es ist mal wieder Freitag, endlich wieder Freitag. Das Wochenende steht vor der Tür und erwartet uns mit brütender Hitze. Heute sind es in Berlin deutlich über 30 Grad und morgen und übermorgen werden es wohl 35, 36, 37, 38 Grad werden. Also eine richtige Affenhitze. Mal gucken, ob ich da rausgehe oder ob ich mich einfach in meiner Wohnung verbarrikadiere und möglichst alles abdunkel, damit die Hitze draußen bleibt. Mal schauen. Wir haben es 11:37 Uhr. Ich bin schon seit 3 Stunden wach und wollte eigentlich relativ früh heute schon loslegen, aber zwei Termine wurden jetzt abgesagt, deswegen bin ich ein bisschen später dran, werde jetzt gleich ins Büro. Was steht denn da an heute? Einen Termin habe ich noch im Büro, dann noch ein bisschen was arbeiten, meine Nerd-Figursammlung dem Jermaine zeigen und dann werde ich mal kurz in den Apple Store fahren, den wieder mein iPhone hinhalten und sagen, prüft mal den Akku, weil ich hatte vor 2 Wochen mal das Phänomen, dass innerhalb von einer halben Stunde der komplette Akku leer war. Das war auf dem Sonntag, wo ich zum Spielen gefahren bin, zum Star Trek Attack Wing und da habe ich jetzt einen Termin gemacht und mal gucken, was die mir heute sagen, ob die sagen, ja, Akku ist okay, Akku ist nicht okay, keine Ahnung. Mal schauen, was bei rauskommt. Heute Nachmittag bin ich dann mit Achim verabredet. Also Nachmittag irgendwann so 17, 18 Uhr gehen wir was essen. Bei der Hitze mal gucken, wo und was. Und heute um 19:30 Uhr schauen wir uns einen Film im Kino an, den ich auf DVD bestimmt schon 20 Mal gesehen habe. Das letzte Einhorn, The Last Unicorn. Weiß ich nicht, ob das jetzt unbedingt ein Film für die große Leinwand ist. Ich habe den, glaube ich, auch vor gefühlten 10 Jahren das letzte Mal gesehen. Es ist halt ein Kinderfilm, ne? Er ist zwar sehr schön, aber ich bin mal gespannt. Also, ich glaube, ich habe den bisher immer nur in Deutsch geguckt. Das heißt, ich werde den jetzt das erste Mal in Englisch sehen. Aber ich weiß nicht, was für ein Event gerade ist, dass man den in Englisch im Sinister oder wahrscheinlich auch in Deutsch in den anderen Sinisters dann jetzt heute am 3. Juli zeigt. Keine Ahnung. Nun ja, egal. Also, heute nach der Arbeit zum Apple Store, dann was essen, dann ins Kino und dann irgendwann später am Abend nach Hause und wahrscheinlich noch Konsole zocken. Mal gucken. Ich schwinge mich jetzt aufs Rad und wünsche euch ein richtig schönes Wochenende. Ich hoffe, ihr ertragt die Hitze einigermaßen, geht baden, geht an den See, geht in den Keller, was auch immer, wo ihr euch am besten und angenehmsten abkühlen könnt. Und ich melde mich dann morgen Vormittag wieder bei euch. Also, bis dann, ciao.